Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Amelle Team. Wir stehen hier vor diesem Ray, der ist irgendwie ziemlich depressiv und wir können allerdings im Moment nichts für ihn tun. Also schauen wir. Doch, das wusste ich. Ja. Wie ich schon sagte, ist so eine Art Supermarkt. Was ist das hier? Very nice, Miss Tilfield. Okay. Kann der nochmal das Licht anmachen? Ja, das hatten wir alles schon durch. Why then? Cheer up. Don't get so down. I'll try. Fine. Kannst du vielleicht vorher das Licht nochmal anmachen? Well, it seems to me that... Leave me be, will you? Stop picking on me. Okay, jetzt sehen wir vielleicht etwas mehr. Aha. Okay, das... Ja, Fisch. Ja, man kann Fisch hier kriegen. Das hat uns ja dieser, ich weiß schon wieder nicht, wie der heißt, gesagt. Also der an der Blushwest Factory, dass man hier Fisch bekommen kann, wenn man welchen will. Und wegen Druck von Seiten der Regierung können sie nicht mehr ihre gewöhnlichen, also ihre normalen Produktlinien. Hören. Also sie haben ja noch Essen und das scheint jetzt nicht so appetitlich zu sein. Mal sehen. Ich meine, immerhin. Sea Merchant. Things from the ocean. Lovely cod, lovely fish. Yummy. Ja, so lecker, dass es zum Heulen ist. Try our food, please. Good choice. Dubai, please, pretty please. Also wenn ich so angefleht werden muss, etwas zu kaufen, dann zweifle ich ja doch sehr stark an der Qualität des Produkts. Oh God, I can't take this anymore. I really ain't happy. Naja, dann schauen wir uns vielleicht mal nicht weiter um. Wir wollen ja nicht, dass der arme Kerl noch total zusammenbricht. Also mehr als sowieso schon. Aha, das kann man wohl auch essen. Also es soll wohl so etwas Ähnliches sein wie normales Essen, also normale Pizza oder... Ja, das beschreibt es wahrscheinlich ganz gut. Da dürfen wir wahrscheinlich nicht rein. Außerdem ist sie zugefroren. Ja, gut. Kann man mit dem nochmal reden oder... Come on, big fella. Calm down. Bye then. Cheer up. Don't get so down. I'll try. Fine.
Ja, es ist zum Heulen hier, aber wir müssen uns mal umschauen. Hier brauchen wir sicher auch noch irgendwas, aber da weiß ich noch nicht genau was und warum und wozu. Vielleicht können wir damit ja den Norm von seinem Platz weglocken. Vielleicht schmeckt dem ja das, der Fraß da aus der Tiefkühltruhe. Keine Ahnung. Ja, wegbleiben, Zerstörung im Gange, ja. Ja, da ist die Werbung für den CD-Shop, den wir uns ja schon angesehen haben und wo wir mit dem Besitzer gesprochen haben. Und hier haben wir muddelige Karten, wie das aussieht. Und hier ist ein Schraubenzieher. Kannst du den nehmen? Ja, aber gerade so. Naja, da reingehen hat wohl nicht so viel Sinn. Da ist ein Fahrstuhl, der wahrscheinlich... Oder funktioniert der? Ich meine, hier kommen wir immerhin an den Fahrstuhl ran. Außerdem läuft er auch lieber. Das ist auch besser für die Gesundheit und alles. Es scheint auch ziemlich überschaubar zu sein. Also eine Treppe hoch, das schafft man schon, ohne sich was abzubrechen. Der 1 Euro, der 50 Cent Shop. Habe ich da eben Ruby Cubes gesehen? Mal sehen, vielleicht ist da ja auch jemand drin. Da ist auch eine Person. Naja, mal sehen, wie die so drauf ist. Hallo. Hello, Miss. Ja, wie gefällt's Ihnen denn hier? Do you enjoy working in here? You do stuff like that and it'll stunt your growth. Uncle Jeb was only 32 centimeters tall at the age of 30. Are you listening to me? This here's a tow-away zone. Pack up your bait box and hightail it. You're as mad as a marble. Also ich habe auch wirklich nichts verstanden, dass... You're no hope whatsoever. Goodbye. These boots are made for walking. Indeed. Das war der erste Satz, der ein bisschen Sinn gemacht hat. Aber was ist denn mit dir los? Wird man so, wenn man länger in einem 1-Euro-Shop arbeitet? Das ist ja sehr beunruhigend. Mal angucken. I'd like to get my hands on that infernal Dr. Rubik. I bet he's in league with Paul Nistelrooy. Ja, wenn ich so nachdenke, habe ich sowas noch nie probiert. Aber ich weiß nicht genau. Willst du den mitnehmen? Nein, danke, okay. Das auch mal. Ja, Frankenstein in der Schachtel, also Kistenkasper praktisch. Ja. Ich weiß nicht, das ist so dieses ganz typische für Kinder, dass man diese Jack in the Box hat oder ja eben so Rubik Cubes. Aber ich hatte das irgendwie nie und weiß deswegen auch nicht. Ich meine, jetzt kann mich das natürlich nicht mehr schocken, ob mich das mit 3 Jahren geschockt hätte. Daran kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern. Ja, hier mal gucken. Wow, these are great. I could have a pet without the tedious stuff, like walk or feeding. Hang on, what's this? Effective.
partially deaf. Great. Ja gut, also halb taub könnte man ja auch bei richtigen Hunden manchmal annehmen. Rubber hand puppet. They're either meant to be rats or little horses. It's quite hard to tell. The craftsmanship is a little, ambiguous. Ich meine, wir haben ja eine Ratte im Inventar. Eine echte, allerdings. Und vielleicht können wir die hier benutzen? I'm not letting them escape yet. Nein. Wäre hier vielleicht ganz lustig, aber ich finde, dass man hier auch nicht so viel findet, was sich so gut eignet. Naja, was ist das? Possibly the worst musical instrument ever invented. Möglich. Ein Voodoo-Kit? Könnte nützlich sein, aber da es nicht mal anklickbar ist, glaubt unser Kind wahrscheinlich nicht an sowas. These toys are cool. Die Spielzeuge fallen ihm offenbar. Willst du das vielleicht mal mitnehmen? I don't need it right now. Naja, im Moment nicht. Ein Cone-Toy? Walking traffic cone. Very useful. Naja, irgendwie ja schon, ne? Ich kann mir so spontan nicht vorstellen, für was. Vielleicht, dass sie dann immer da sind und die Straße versperren, wo man sie nicht braucht. Wenn man jemanden meinetwegen ärgern will, dass dann immer eine Straßensperre ist, wo auch immer der hinfährt. Ja. Ein Totem? Cheap imitation made from fiberglass. Ja. Ist Geschmackssache, ne? Okay. Was ist das? Ja. Na? It's Rugged Ron from the TV series. Ja, so eine Actionfigur eben. Hier ist er auch nochmal in voller Schönheit. Was ist das denn? A huge bin of toy gliders. Willst du da vielleicht eins mitnehmen? Got one. Naja, vielleicht müssen wir das kaufen. Ein Teppich? Was macht der denn da? I wonder if it's a magic carpet. Du kannst ihn ja mal benutzen. It's very heavy. Nee, nicht auf ihn benutzen. I can't be bothered to unravel it. Naja, okay, dann eben nicht. Dann gehen wir mal hier hin und also wir haben hier ein paar Münzen und dann müssen wir das Zeug kaufen können. Das ist so ein kleines Flugzeug, okay. I don't feel like throwing this. It could be useful. Ja, wir wollen es ja ganz normal. I don't feel like throwing this. It could be useful. Wir wollen es ja ganz normal käuflich erwerben. Das sage ich deswegen, dass wir so einen Security-Scanner und wir haben ja ein bisschen Geld, also insofern müssen wir es ja gar nicht klauen, wie es so üblich ist. Allerdings wäre es mal interessant zu sehen, was... I think not. I don't like your sort in my mall. Out! Ja.
Also, ich wollte ja bezahlen, aber irgendwie ging das nicht. Und jetzt sind wir schon rausgeschmissen. Können wir mit dem nochmal reden? Ist sehr gut, wir gehen ja schon. Naja, da haben wir ja schon alles mehr oder weniger gesehen. Und dann schauen wir uns mal eine andere Location an. Nein, also in der Mall waren wir ja schon. Straße. Was ist das hier? Ja, okay. Ah, der gute Dai ist auch da und ein von selber hüpfender Ball. Naja, sicher, wir haben ja noch nichts gemacht. Ich wollte halt nur mal schauen, was da so ist. Okay, also fragen wir einfach noch mal etwas genauer nach. Das kann ja nicht schaden. What was it that you wanted me to do exactly? I have a terrible memory. So bad that you forgot about the list I gave you? Kent, quit daydreaming and achieve. Wir haben keine Liste bekommen. Can you give me any help with this? I just need one clue. Come on, give me one infinitesimally small break here. Get a life. Okay. Bye, I'll be back. You won't call me a loser next time I come here. See ya. Good luck, Kent. Und hier werden wir praktisch auch rausgeschmissen. Nicht ganz so unsanft wie vorhin, aber naja. Gut, dann gehen wir doch gleich mal zur TV-Station. Aber ich denke, das machen wir dann erst im nächsten Teil. Und ich verabschiede mich. Tschüss!